You can do it. Just focus. Well, look who it is. Todd. Oha, da bin ich ein was reingerutscht. Willkommen zurück zu diesem Part oder zum nächsten Part. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube zum nächsten Part. Ich habe offscreen mal ein bisschen versucht, da noch Fotos zu schießen und da irgendwie einen Weg zu finden, weiterzukommen. Und dann habe ich auf einmal ein Level 2 erreicht. Ich bin bei Nacht dort im Park nachts, da war ich noch Level 1. Und es brauchte scheinbar Level 2 dafür, um weiterzukommen. Mich Level 2 gewonnen und wurde da sofort wurde das Event getriggert. Ich habe es euch, ich habe einen Screenshot gemacht. Auf der Switch kann man so ein paar kurze 30 Sekunden Clips machen. Die werde ich euch nachher noch einblenden. Die werdet ihr gleich sehen, irgendwie, die werde ich da vorgeschnitten haben. Willkommen zurück zu einem neuen Part oder zum alten Part. Wir machen jetzt weiter. Das ist Todd, sagt Professor hier. Also wir haben hier jemanden, der Todd heißt. Das ist Todd. Er ist ein professioneller Pokémon-Fotograf, der die ganze Welt bereist. Hallo, du hast also das Lumina-Pokémon fotografiert? Beeindruckend. Todd, hast du die Sache mitgebracht, um die ich dich gebeten hatte? Aber klar doch. Sehr gut, jetzt können wir endlich aufbrechen. Professor, ist das ein Freund von dir? Ja, wir sind früher zusammen auf Reisen gegangen. Ich habe ihn auch bei der Planung meines Forschungsprojekts zu Rate gezogen. Verstehe. Oh, das ist das Gefährt, das du entwickelt hast. Nicht schlecht. Da kommen Erinnerungen hoch. Aber jetzt zeig mir bitte erstmal die Fotos vom Lumina Pokémon. Aha. Sehr gerne. Die sind toll. Hey! Wer hat gesagt, dass du meinem Mentor deine Fotos zeigen darfst? Ja? Und wer bist du bitte? Hallo, ich bin Phil, der beste Schüler von Todd. Ich wollte mich euch eigentlich anschließen, um selbst ein paar Fotos zu knipsen. Mir kam da eine bessere Idee. Wäre es in Ordnung, wenn euch stattdessen Phil begleitet? So wie er gerade aufgetreten ist. Also, es ist, ich will jetzt nicht Nein sagen. ja, vielleicht gibt es da nicht einen anderen Weg. Also, ich habe nichts dagegen. Juhu! Denk daran, dass du nur meine Vertretung bist. Dieses Abzeichen ist bloß geliehen. Na gut, aber wenn ich ein paar tolle Fotos schieße, darf ich es behalten. Also komm, also worum geht's eigentlich genau? Ein Teammitglied mehr oder was? Jetzt, wo alle hier sind, können wir loslegen. Lasst uns erste Schritte unseres Forschungsprojekts besprechen. Jetzt geht's erst recht zur Sache, wie es ausschaut. Aha. Das ist Floreo, die Insel, auf der wir uns gerade befinden. Unser Basiscamp ist hier auf der Karte markiert. Um bei unseren Forschungen voranzukommen, müssen wir auch andere Inseln erkunden. Juhu, endlich geht's voran. Und dieser Ort hier wird unser erstes Ziel sein. Warum fangen wir genau da an? Weil es dort eine Stelle mit hohen Energievorkommen gibt, zu der das Neo-One teleportiert werden kann. Diese Insel kommt auch in den Ninja-Chroniken vor, oder? Ja, Captain Vince hat sogar geschrieben, dass er dort ein leuchtendes Pokémon gesehen hat. Wo fahren wir da noch? Komm schon, lass uns diese... Komm schon, lass uns diese Insel erkunden. Also gut, ihr seid die Ersten, die diesen Teil dieser Region seit einem Jahrhundert betreten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Abenteuer.
Alles klar, jetzt geht's also mit einem neuen Kollegen, mit einem Gast geht's ja auf Abenteuer in ein neues Gebiet. Na, dann bin ich ja gespannt. Auf geht's. Okay, na dann, auf ins neue Gebiet. Neues Gebiet verfügbar. Florio Naturpark, den haben wir jetzt, glaube ich, zu Genüge. Dichter Dschungel. Nach Bellus gehen wir jetzt. Ja, ich weiß noch nicht, was wir von so einem Freund halten sollen. Was ich da von ihm halten soll, aber ja, ich bin ja ein offener Mensch, das ist ja, ich lasse mich auf alles ein, das ist ja, wir hatten zwar einen schweren Start, ja, das hatten wir definitiv, aber lassen wir es mal auf uns zukommen. So, Dschungeltag, das nächste Gebiet, auf geht's, versuchen wir es mal. Neue Pokémon, neue Fotos, neue Gefährten. Treten wir jetzt in einen Wettbewerb mit ihm oder was? Oder schießt er mit uns gemeinsam Fotos? Nee, in einer Kapsel sitzen wir nicht. Aber in gewisser Weise in einen Wettbewerb treten wir schon. Genießt den ersten Besuch auf Bellus, der Dschungel ruft. Der Berg ruft. Sieht doch so aus, als wäre da was. Muss natürlich das Dickicht gucken, Ausschau halten, ob ich da etwas sehe. Und ich sehe was. Ein Papinella. Sehr schöne Fotos, würde ich doch behaupten. Ist schon ganz nah. Oha. Das ist der Wahnsinn. Was haben wir da hinten? Komm hervor. Okay, da sind wir, glaube ich, vorbei. Neue Pflanzen. Können wir mal fotografieren. Dschungelpflanzen. Gibt es was Neues zu sehen? X. Kristallblume. Schöne Muster von Papinella. Dreh dich um. Sehr schön, dort hübsche Fotos schießen. Noch ein Papinella. Sehr schön. Mit ihm hier drauf. Ein Moorlord. Der Lord der Moore. Verdammt, Papinella mit Monats drauf haben wir schon, aber ein Monat mit Papinella drauf. Weitwurf. Komm, dreh dich um. Schau in die Kamera. Oh. Ein Pepek. Oh, sehr schön in die Kamera geguckt. Monat von hinten. Haben wir noch was zu erkunden? Langsam werde ich frisch hiermit. Langsam kapiere ich, was hier gefragt ist. Das Abfüllsystem und so habe ich schon kapiert. Oha. Das ist abgehauen. Das Klobadar. Flora. Sehr schön. Es fliegt. Nimmt irgendwas noch vor uns. Hier sollen wir noch was untersuchen. Kristallblume. Auch mal nach oben schauen. Körper da. Verdammt. Katze ärgern. Jetzt ist es auch zu weit weg.
Was haben wir denn da? Blümchen. Ein paar Pimpinella. Sehr schön. Gutes Timing. Haben wir noch Carpador. Das ist sehr hübsch. Wie ihr spielt. Pimpinella hier. Morabis. Ein Mordorz. Die sind zu faul, die drehen sich nicht um. Tja. Haben wir hier noch irgendwas? Da sehe ich, dass sich was bewegen. Sind schnell weg hier. Dass man muss mal gucken, dass man die hier drauf bekommt. Oha. Da sind wir schon am Ziel. Einige Fotos haben wir geschossen. Nicht schlecht. Kann man machen, kann man zeigen. Ich habe bestimmt einige hübsche Bilder davon vorgezeigt. Wie lief's das erste Mal auf dieser Strecke? Welchen Pokémon bist du begegnet? Einigen. Einige neuen Pokémon. Zum Beispiel einen Flubber. So, mal gucken. Wo es am besten drauf ist, das sind ja zwar hier Zweier, aber können wir auch nehmen, mehrere nehmen. Ja, was ich will gar nicht auswählen. Ich würde trotzdem das hier nehmen, auch wenn das nur ein Einser ist. Das ist offensichtlich ein Dreier, aber das ist, uffa. Ein Dreierfoto. Das sieht schlecht aus. Das ist zu nah dran. Da schaut es direkt in die Kamera. Wollte ich das erstmal nehmen, wenn es nicht noch was Besseres gibt. Es ist halt blöd, da guckt's. Ist halt nicht ganz da. Das eventuell noch. Finde ich das was noch schöner, oder? Nehmen das hier. Noch ein Carpador. Oh, ein Dreierfoto vom Carpador. Haben wir alles. Was ist das hier? Nehmen wir das jetzt, Dreierfoto. Körper da. Schlafend. Hier so ein bisschen vom Fort. Das sieht gut aus. Können wir das abspeichern? Sieht doch wieder verdächtig gut aus. Mordorot. Das ist nicht schlecht. Oh ja, hier alles, wie es mich anguckt und so. Sehr schön, Dreierfoto. Ein bisschen düster, aber was soll's. Oh, hier kein gelungenes Foto. Kristallblume ohne Motiv. Sehr schön. Fotos zeigen. Präsentieren. Professor Möhrers Check. Dann wollen wir mal sehen, was du für mich hast. Ein Flipper. Also Wertung 3,4. Nicht schlecht. Eine 4,1er mehr Wertung. Okay. Kamador, neues Foto. 3,8er. Kamador war bald voll. Kyopana. Kommt ja auch häufig vor. 4,3er. Nicht schlecht. Mordorot. Ein 3,8er. Ja, das war noch ein sehr gutes Foto. Sehr schön. Insgesamt doch halbwegs gute Werbewertungen. Na komm, wie viele Punkte gibt es dafür? Noch nicht ganz Level 2. Nicht ganz Level 2, da müssen wir noch mal rein. Nee, die Forschung samt Apfel.
Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Wenn du möchtest, kann ich deine schönen Fotos ins Internet hochladen, damit andere sie bewundern können. Fotos, die ich hochlade, werden alle als meine Favoriten markiert und in deinem Online-Profil angezeigt. In den Optionen kannst du den automatischen Foto-Upload ein- oder ausschalten. Zum Basiscamp. Bisschen können wir noch, glaube ich. Eine Route schaffen wir noch. Eventuell ein bisschen Story und dann noch da. Eine Erkundung. Nochmal am Tag, oder? Wir müssen jetzt wahrscheinlich Level 2 schaffen. Also hier nochmal rein. Können noch ein gutes Thumbnail schießen, bevor wir in die Nacht können. Nochmal ein paar bessere Fotos schießen. Forschungslevel 2 brauchen wir, damit es weitergeht. Dass die. Die wichtige Zahl hier. Verdammt. Da haben wir was verpasst. Schau mal ein bisschen hinter mich. Oha. Griffel. Beim zweiten Mal erkunden ist das dann immer. Sieht man immer ein bisschen mehr. Griffel. Jetzt sind sie auch wieder weg. Oben sind sie noch. Jetzt was zu untersuchen, aber erstmal hier Papinella. Oha. Neta King. Steh nicht im Weg. Komm, steh auf, komm hier rüber. Verdammt. Ich glaube, das kommt's nicht mehr. Das kriegen wir nicht mehr drauf. Habe ich überhaupt ein Foto von ihm gemacht? Das wäre dumm, wenn nicht. Ein paar Papinella-Fotos. Papinella wütend machen. Ja, ein paar Pokémon quälen. Oh. Das tut dir was leid. Wir greifen ihn trotzdem nicht an. Nicht wie man es kennt hier in Pokémon. Pokémon, die einen nicht angreifen. Haben wahrscheinlich kapiert, dass wir eine Kapsel sind. Und das nichts bringt. Es ist allein im Sumpf. Ein bisschen Apfel haben. Sind vor der Pokémon, bewegen sich nicht. Okay. Ich höre das Peppek. Specht-Pokémon. Das ist ein toller Moment, okay. Du meinst? Da sind drei hier drauf. Ein tolles Foto, aber die sind zu weit weg. Das gefällt mir dann wieder nicht. Das Untersuchungsding ist hier. Antike Ruinen. Da bin ich schon zu weit weg. Kristallblume. Jetzt ein perfektes Foto vom Wasserfall. Und für den Wasserfall werfen. Okay.
Es bringt nichts, da Äpfel hinzuwerfen. Die Motor hat sowieso nichts. Ist voll, um irgendwas zu machen. Der ist gerade reingesprungen. Vielleicht gehst du in die Zimmerkierung. Schöner Wasserfall hier. Hintergründe für Thumbnails. Eventuell. Immer so ein bisschen muss man auch dran denken. Das ist für Spaß. Immer noch. Bei diesem Spiel doch immer. Also im letzten Part war es so ein bisschen, hat mir schon so Sorgen gemacht, komme ich jetzt irgendwann weiter, aber habe ich doch rausgefunden, dass das dann irgendwie mit dem Level zusammenhängt. Ja, Griffe jetzt hier wirklich nicht optimal. Aber wenn schon, dann das hier. Nähtarking von hinten. Geht auch besser. Ja, nur Zweierfoto? Nee. Das ist das hier schon das Beste. Ein Zweierfoto. Ja, nehmen wir. Ich will noch was Neues beim Pepek. Haben wir ein Einzelfoto. Naja, es sind wirklich Einzelfotos. Wenn ich das so sehe, ist er kaum drauf. Nur bei Gelegenheit verändern. So Fotos zeigen. Sind nicht die besten Fotos, die wir jetzt hier haben. Und gute Wertungen gibt es da jetzt nicht für. Aber gut, ein Griffel. Uha, 1,9, das ist. Uha, 1,9er Wertung. 1900, aber. Das war übel. Und 3-1er. Immerhin. 2-8er. Schwierig. Und das Forschungslevel wird es dafür reichen. Wahrscheinlich nicht mit den Wertungen. Oh, es hat gereicht. Forschungslevel. Dschungeltag. Er reicht. Immerhin. Neues Forschungslevel. Ich nehme einen Stempel. 10 normale Pokémon habe ich im Pokédex. Okay. Ich habe jetzt nicht irgendwie auf den Typen geachtet oder so. Da es mit deinen Erkundungen gut vorangehst, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich darf nachts. Ich erzähle dir, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Ja, sehr hübsch. Und weiter geht's. Billys Balance. Ein paar Fotostipps. Ja, ein bisschen üben muss ich mich dann auch noch in der Fotografie. Aber langsam habe ich den Dreh raus, denke ich. Irgendwann kriegen wir das schon hin. In Odoch übrigens im Hintergrund. Ihr scheint euch auf der neuen Insel schon gut zurechtzufinden. Dann ist es wohl die Zeit, auch eine neue Aufgabe zu geben. Oh, was sollen wir diesmal tun? Ich möchte, dass ihr den Dschungel bei Nacht besucht. Wer hätte es gedacht? Und eine der leuchtenden Kristallblumen fotografiert. Was ist eine Kristallblume? Das ist eine Blume, die leuchtet. Sind dir hier schon mal seltsame Blumen aufgefallen? Ja, die waren rot. Das könnten sie gewesen sein. Wenn sie nachts leuchten, bezeichnen wir sie als illuminiert. Müssen wir irgendwas Besonderes machen, wenn wir eine finden? Ja. Nein, es genügt, wenn ihr sie fotografiert. Eure Forschungskamera wird dann analysieren. Also dann bitte begebt euch nachts in den Dschungel auf die Erkundung. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen. Naja. Der Prof schickt uns nachts in den Dschungel. Das ist ja wirklich. Uha. Naja. Ich weiß nicht, ob das verantwortungsvoll ist, so mit Kindern umzugehen, aber ja gut. Realismus im Spiel. Wir sind ja hier der
Er ist ein Praktikant und Azubi hier. Ein Laufbursche vom Dienst, das ist ja... Ist das vielleicht in Ordnung? Ganz schön dunkel hier, es wird nicht leicht sein, Pokémon zu entdecken. Ich habe schon gerade eins vor mir schwören sehen. Klopper da bei Nacht. Wir ziehen ja nur als Fotos, und wenn da auch Cleo unter den Untertitel drunter stehen hat. Das ist ja das Blöde, wenn man ein gutes Foto geschossen hat und da nicht den Name-Tag mit dabei hat, dann ist das nichts wert. So, die Blume sollen wir finden. Und hier ein Spinnennetz. Ein Meeresnetz. Das wird nichts gewohnt sein. Oha, da sind ein paar Pokémon. Haben wir das denn so angezeigt? Ich sehe nicht was, aber ich sehe, dass da was ist. Oha. Sehr schön. Ein paar Fotos. Die Pilze. Sie sind 8. Generation, oder? Fotos von der Kristallblume machen. Das war unsere Mission. Aha, da sind noch ein paar Pokémon. Ariados. Legianen sind dort noch. Bei Nacht zu finden. Ah, hier ein Legian. Ich sehe es. Direkt auf dem Baum. Gleich mal Äpfelweitwurf machen. Hier ist nichts. Alte Ruinen. Sollten wir noch untersuchen. Antike Ruinen. Da ist was los. Und wacht auf. Na, so gut sind die nicht gewohnt. Oha, hier eine Viererreihe. Die Mumm habe ich auch fotografiert. Super, da. Das eine Futter nicht gezählt, das erste. Die reagiert nicht. Das wird Carbador in dem Wasser. Oha. In Janmega. Mehrere Janmegas. Mal von der Nähe. Mit dem Carbador drauf. Was futtert. Großartig. Und was war das gerade? Sehr hübsch. Ein Janmega mit einem Carbador. Wunderhübsch. Es leuchtet mit dem grünen Rotlicht. Ich habe noch 8 Fotos, da soll ich mal aufpassen hier. Alles hier verschwendet. Hübsche Blumen.
Zielflagge verbraucht wird. Viel verbraucht.